meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück bei Bergmanns Woche. Heute mal in einer anderen Location. Ich habe mich hier mal ins letzte Eck des Kinderzimmers zurückgezogen, weil die Nachbarn überall laut sind und überall laufen Kettensägen und Flex, Winkelschleifer, was weiß ich was alles. Da fällt es mir ein bisschen schwer, in Ruhe aufzunehmen. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Woche. Ich hatte eine sehr turbulente Woche. Angefangen hat das Ganze mit dem Wochenende bei der Freundin. Und da habe ich auch schon angekündigt, dass sie sich einen Hund geholt hat. Und der ist jetzt endlich angekommen. Es musste erst noch verschoben werden aus Corona-Gründen. Der Transport aus Rumänien, der ist jetzt aber endlich angekommen. Und es gibt heute endlich Hunde-Content. Und da freue ich mich natürlich drauf, euch das auch präsentieren zu dürfen. Zunächst habe ich dann aber auch noch eine andere Geschichte. Möchte ich euch eine ganz kurze Szene zeigen, wie mein Wohnzimmer jetzt gerade aussieht. Und wer sich daran zurückerinnert, stand an dieser Stelle, an der jetzt hier dieser Drachenbaum steht, vorher ein weiterer Schrank und ein Aquarium. Und das musste ich jetzt leider aufgeben. Das hat mir sehr, sehr leid getan. Ich habe mich zwar in letzter Zeit, muss ich zugeben, nicht mehr ganz so viel drum gekümmert, aber trotzdem war es schon auch ein Hobby von mir. Und wenn es denn mal schön ist und toll eingerichtet und Pflanzen da sind und Fische, dann ist es ein ganz tolles und entspannendes Hobby und hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Aber am Feiertag, frohen Leichnam, wollten wir es von außen ein bisschen sauber machen mit Glasreiniger. Und dabei muss es wohl irgendwie eine chemische Reaktion gegeben haben mit diesem Silikon, was die Glasscheiben zusammenhält. Und auf jeden Fall ist dann so ziemlich mittig, von der Höhe her betrachtet, Wasser ausgelaufen. Und das war natürlich dann das Ende des Aquariums. Ich konnte mir dann auf Anhieb auch kein anderes Aquarium jetzt kaufen. Ja, ist jetzt auch finanziell nicht so drin, muss ich ganz ehrlich gestehen, im aktuellen Budget. Und außerdem kommt noch dazu, dass Feiertag war. Ja, ich hätte da also keine Zeit gehabt, hätte auch den ganzen Freitag keine Zeit gehabt. Sehr, sehr schwierig. Und deswegen musste ich dann, leider Gottes, das Aquarium aufgeben. Das war so ein bisschen die traurige Nachricht, was wir am Donnerstag hatten. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch eine coole Woche gehabt. Ja, es ist jetzt gerade langes Wochenende, die Kids sind da und wir haben so ein bisschen im Garten noch was filmen können, sag ich mal, was ich euch gerne zeigen möchte. Aber jetzt starten wir erstmal voll durch mit dem neuen Hund der Freundin und das möchte ich euch jetzt gerne präsentieren. Ganz viel Spaß damit. Ja,
Das war der neue Hund. Justus, ich denke, das darf ich an dieser Stelle verraten, ist sein Name. Relativ groß, Herdenschutzhund. Super, super cool. Ist natürlich noch relativ ängstlich, ja, muss sich an viele Sachen noch gewöhnen. Ist einfach als kleines Baby in einem Shelter aufgewachsen. Und von daher kennt er das alles noch nicht so mit Menschen und Anfassen und all diese Geräusche, die in so einem Haus entstehen oder in einem Garten und draußen. Ja, das muss man jetzt alles noch ein bisschen abwarten. Dabei macht riesengroße Fortschritte Tag für Tag. Und es freut mich natürlich sehr. Ich bin ganz gespannt schon, wenn ich nächstes Wochenende wieder dort bin, wie weit er sich jetzt verändert hat in den 14 Tagen. Und Ellie, wie man sieht, hat sich auch schon angefreundet. Die hat allerdings ein kleines bisschen Probleme mit größeren Hunden. Sie konnte jetzt da auch nicht erkennen wahrscheinlich, dass das ein Welpe ist, ne? Dass der gerade mal ein halbes Jahr alt ist. Und hat da so ein bisschen ängstlich gewirkt und ein bisschen vorsichtig und zurückhaltend, würde ich sagen. Aber es hat sehr gut funktioniert und ich bin ganz fest davon überzeugt, jetzt nach 14 Tagen, wenn wir uns dann wiedersehen oder wenn die Hunde sich wiedersehen, dass das ein ganz anderes Miteinander umgehen sein wird. Und Ellie ist da auch in aller Regel sehr, sehr aufgeschlossen, was andere Hunde angeht. Wie gesagt, wenn ein Hund größer ist, dann muss er erstmal ein bisschen Respekt haben, ein bisschen zurück, ein paar Schritte zurückgehen und ein bisschen vorsichtig drauf agieren. Und wenn der Hund dann natürlich auch noch unsicher ist und auch nicht auf sie zugeht, dann war das so ein bisschen verhalten. Aber nächstes Wochenende setze ich drauf, wird's richtig cool. Ansonsten war ich noch beim Friseur, wie man sehen kann. Endlich, es hat über drei Monate niemand mehr Hand angelegt an meinen Kopf mit einer Schere oder einem Rasierer. Das war echt dringendst nötig. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich babbel schon wieder viel zu viel. Ich möchte euch jetzt noch ganz kurz ein bisschen Gartencontent zeigen und danach erzähle ich euch noch was. Das war so ein paar kleine Eindrücke aus dem Garten vom vergangenen Freitag. Heute ist Samstag. Wir haben richtig viel Action, weil parallel dazu, dass mein Aquarium jetzt kaputt gegangen ist, ich es komplett auflösen musste, alles wegräumen musste und alles, beenden musste zu diesem Thema, hat mein Sohn schon seit 1-2 Wochen Bock auf ein Aquarium und will für sich eins haben. Natürlich in der Wohnung seiner Mutter, in seinem Zimmer. Und da haben wir jetzt die ganze Zeit schon geschaut. Ich hatte noch eins im Keller stehen, was 80 cm ungefähr war, aber das war jetzt die Glasplatte geplatzt. Das ist im Keller halt, wenn man Sachen draufstellt und nebendran stellt und mal kurz dagegen donnert, passiert das halt einfach. Und das konnte ich ihm dann leider nicht geben. Da haben wir die ganze Zeit schon Möglichkeiten gesucht und da haben wir jetzt eins gefunden. Heute genauso groß wie meins. Also wenn ich das am Donnerstag gehabt hätte, hätte ich es mir holen können. Hat er geschenkt bekommen, war in so einem Studentenwohnheim. Haben wir das jetzt abgeholt, weil das einfach stehen geblieben ist von der Vorbesitzerin. Und die neuen Studenten, die da jetzt in dieser WG wohnen, haben gesagt, wir wollen es loswerden. Das ist 1 Meter lang und 40 Zentimeter tief. Es steht einfach nur im Weg rum. Es muss hier weg. Und wir wollen dafür nichts haben. Wir kennen uns damit auch nicht aus. Jetzt läuft aktuell gerade ein Wassertest, ein Drucktest oder ein Dichtigkeitstest. Haben wir jetzt bei meinen Eltern im Garten aufgebaut, auf Styroporplatten, das Aquarium draufgestellt und voll laufen lassen mit Wasser. Und sind jetzt erstmal wieder hier zurück in die Wohnung, damit ich das Video fertig drehen kann, damit ich Ellie abholen kann, damit ich vielleicht was zum Mittagessen kochen kann Waschmaschine befüllen, ne? Und Wäsche aufhängen. Und dann gehen wir wieder rüber und schauen, ob es immer noch dicht ist. Und dann müssen wir mal müssen wir jetzt einfach mal sehen, wie das dann weitergeht. Vielleicht, wenn wir heute noch irgendwie schaffen, einen Schrank zu organisieren, für meinen Sohn, für das Aquarium. Dann könnten wir heute vielleicht sogar am heutigen Samstag nochmal los in Gartenmärkte oder Zoofachmärkte und könnten da noch ein paar Pflanzen kaufen und ein bisschen Deko und ein bisschen Grunddünger. Ich weiß nicht, wie das heißt, Bodengrund. Keine Ahnung, wie das Zeug jetzt genau heißt. Weil er braucht ja nicht viel, weil er hat im Prinzip alles. Von meinem Aquarium kann er alles haben, was ich da zur Verfügung hatte. Und ja, wenn wir das jetzt so machen, wenn wir da wirklich was schaffen und das noch hinkriegen, heute nochmal loszufahren, dann haben wir heute so ein bisschen Aquarium-Action. Freue ich mich natürlich auch drauf. Wie gesagt, ich bin Aquarianer seit vielen, vielen Jahren und deswegen freue ich mich natürlich auch drauf, meinem Sohn zu helfen, das Ganze einzurichten. Und das ist jetzt der Plan. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Stress. Wie gesagt, Video muss für heute dann auch noch fertig geschnitten werden und über Nacht hochgeladen werden, dass es morgen früh drin ist. Hat ja letztes Mal auch irgendwie nicht so wunderbar funktioniert mit dem Hochladen und um 8 Uhr veröffentlichen, weil einfach mein Internet kaputt war und die Leitung total überlastet. Keine Ahnung.
Ahnung. Aber jetzt möchte ich mich verabschieden. Kleines bisschen Drohnenvideo noch abschließend zu dem, was ich am Anfang schon gezeigt habe, als Abschluss für dieses Video. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Schaut nochmal das letzte Video. Das hat immer noch nicht jeder gesehen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf all meinen Kanälen folgt. Instagram, Twitter, Facebook und ganz speziell natürlich hier abonnieren drücken und nichts mehr verpassen vom Bergmann. Ich bedanke mich. Macht's gut. Euer Bergmann.